Abweisend wirkt sie, diese Fußgängerbrücke in München-Neuperlach. Und im Sommer bilden sich hier Hitzeinseln, für Fußgänger sehr unangenehm. Dagegen wollen sie etwas unternehmen. Leonie, Hanna, Elias und Tobias, Studierende am Lehrstuhl für klimagerechtes Bauen der TU München. Sie wollen heute eine Verschattungskonstruktion testen, die sie selbst entworfen haben. Okay, so wird die Konstruktion dann später aussehen. Und wir haben uns nur auf diesen vorderen Teil der Brücke konzentriert und bauen diesen dann in 1:1. Ihr Projekt ist eines von etwa 30, die alle ein gemeinsames Ziel haben. Sie wollen die in die Jahre gekommene Hochhausstadt für ihre 65.000 Bewohnerinnen und Bewohner schöner machen und an den Klimawandel anpassen. Wir haben im Vorfeld halt festgestellt, dass viele Bewohner in Neuperlach die Brücken meiden, weil sie halt sehr heiß werden im Sommer und meist untenrum über die befahrbaren Straßen laufen. Man beobachtet wirklich, dass die Menschen untenrum im Schatten gehen, statt die Brücken zu benutzen, was ja eigentlich total wichtig wäre für die Sicherheit. Dabei war genau das die Idee. Die Brücken sollten für mehr Sicherheit sorgen, indem sie Fußgänger- und Pkw-Verkehr strikt voneinander trennen. Dass sich die Brücken so stark aufheizen würden, hatten Ende der 1960er Jahre die Städteplaner nicht bedacht. Woran sie schon gedacht hatten, waren Plätze für Kultur und Begegnungen. Nur wurden diese dann wegen der hohen Kosten der Olympischen Spiele nicht mehr gebaut. Die Studierenden wollen das ein Stück weit wiedergutmachen. Unsere Vision ist wirklich, dass die Brücke wie zu so einem sozialen Treffpunkt werden könnte, der verschiedene Menschen aus der Nachbarschaft hier in Neuperlach zusammenbringt. Wir haben auch Konzepte für Möbel hier auf der Brücke, dass man wie zum Abend, so zum Sunset hier an der Brüstung sich treffen kann. Und dass die Brücke nicht nur so im bildlichen Sinne von der einen Seite zur anderen Seite spannt, sondern auch im übertragenen Sinne so verschiedene Menschen zusammenbringt. Wie finden Sie das denn? Wunderbar, wenn es noch mehr Schatten gibt. Ja, das ist toll. Und abgesehen vom praktischen Nutzen wird das Ganze auch gut ausschauen. Mehr Schönheit und weniger Anonymität in Neuperlach. Das will auch Nicola Borgmann von der Architekturgalerie München. Dass jetzt EU-Gelder dafür fließen, ist neben dem Münchner Planungsreferat auch ihrem Engagement zu verdanken. Ich glaube, dass wir gewonnen haben mit Neuperlach, weil wir hier sehr, sehr viele Voraussetzungen finden, die sich auch in anderen europäischen Städten finden. Nämlich Wohngebäude, die sanierungsbedürftig sind, die in die Jahre gekommen sind, vernachlässigte Freiflächen und eine Bevölkerungsgruppierung, die sehr verschiedenartig ist. Sehr viele alte Menschen, sehr viele junge Menschen, Menschen unterschiedlicher Herkunft. Und wir wollen natürlich auch diese Anonymität, die sich in den Stadtvierteln dann dadurch bildet, mit unserem Projekt versuchen, die Menschen zusammenzubringen. Creating Neighborhoods Together. Gemeinsam Nachbarschaft gestalten, lautet das Motto. Zu dem auch gut die Plakataktion passt, an der sie gerade mit ihrem freiwilligen Team arbeitet. Monotone Fassaden wie die der Letare-Kirche bekommen dadurch ein Gesicht, beziehungsweise ganz viele Gesichter. Inside Out heißt das Projekt, das von dem französischen Künstler J.R. 2011 als Kunstplattform gegründet und bereits an 152 Orten weltweit umgesetzt wurde. J.R. möchte mit seinen Aktionen, wie letztes Jahr in München, die Welt verändern, indem er auf Menschen in schwierigen Lebenssituationen hinweist. Etwa auf das ukrainische Flüchtlingskind Valeria. Auf alte Menschen in Shanghai. Insassen in US-Gefängnissen. Oder auf die Frauen in den Favelas von Rio de Janeiro. Ziel des Inside-Out-Projektes ist es, Menschen mit Großporträts auf öffentlichen Plätzen aus der Anonymität herauszuholen, die Identität eines Stadtviertels zu stärken und zu Zusammenarbeit und Gesprächen anzuregen. Ich habe gedacht, das ist genau der Richtige für uns. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe JR angerufen, habe das Team angerufen. Und die waren sofort begeistert auch von unserer Aktion und haben gesagt, das machen wir. Ihr Team hat daraufhin Bewohner und Menschen, die sich in Neuperlach engagieren, fotografiert.
Das Team von JR hat dann die Fotos bearbeitet und herausgegeben. Das Ergebnis sieht Konrad Ringelstädter jetzt zum ersten Mal. Ein etwas ernster Blick, aber so bin ich halt. Man kann nicht den ganzen Tag lächeln. So groß habe ich mich noch nie gesehen. Das geht auch Brigitte Römer so. Aber das ist schön. Schön. Bin ich schön oder bin ich schön? Hä? Wunderschön. Das ist ja heiß, das finde ich stark. Sehr gut, sehr gut. Das freut mich. Die Porträts zeigen, wie vielfältig der Stadtteil ist. Es gibt viele Menschen, die schon sehr lange hier leben, und es gibt jetzt wieder neu hinzugezogen. Und diese unterschiedlichen Menschen zusammenzubringen, das ist natürlich auch das Ziel unserer Arbeit hier. Und dass sie dann aktiv daran mitgestalten, ihren Stadtteil Neuperlach auch für die nächsten Jahre noch lebenswert zu haben. Zum Beispiel, indem sie selbst dafür sorgen, dass ihr Umfeld grüner und gesünder wird. Wir zeigen euch mal kurz, was man bauen kann. Eine Anregung dazu soll ein Workshop des Vereins Green City geben. Lea Wieser und ihre Kolleginnen zeigen, wie man mit einfachsten Mitteln Balkonkästen für essbare Pflanzen baut. Wir haben auch Kaffeesack außenrum gemacht. Neben verschiedenen Setzlingen haben sie Gefäße mitgebracht, die sonst im Müll gelandet wären. Jamina und ihr Vater haben sich für eine Plastikflasche als Pflanzgefäß entschieden. Aber auch diese Verpackungen kommen gut an. Es ist echt voll schön zu sehen, dass die Kinder so begeistert sind und das dann auch in ihre Familien tragen. Und wenn die Kinder Lust haben zu gärtnern, dann wollen die Eltern wahrscheinlich auch mitmachen. Den stellst du dann in die Sonne. Wir haben von der Europäischen Kommission jetzt 5 Millionen und wir haben 2 Jahre Zeit. Das ist natürlich verhältnismäßig kurz, aber wir haben eine ganz, ganz große Gruppe von Leuten zusammengeholt, die ganz viele Projekte hier anstoßen, gemeinsam mit der Bevölkerung. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass diese Projekte von der Bevölkerung dann weitergetragen werden, dass sich wirklich was verändert. Zurück zum Workshop. Gefällt er dir? Ja. Jetzt können wir es ins Haus stellen. Und hier kommt ein Thymianpflänzchen rein. Jetzt bist du eigentlich schon fertig mit deinem Haus. Oui. Kannst es mit nach Hause nehmen und dann immer gießen. Ja. Auch Jamina hat ihr selbstgebautes Gefäß, das am Balkon hängen soll, schon bepflanzt. Zuletzt sät sie noch Schnittlauchsamen darauf. Super. Wie gefällt's euch? Super geworden. Schön. Die Saat soll aufgehen. Neuperlach noch grüner und wohnlicher werden. Und damit vielleicht zum Vorbild für andere Hochhausstädte in Europa.